Legen wir los mit unseren Forderungen. Nein, mit der Kompanie hat das nichts zu tun. Erstens, ich bin dafür, dass man den Diskurs wieder eröffnet darüber, eine Prügelstrafe für Kinder einzuführen, die sich der Maske verweigern. Ich bin dafür, dass die Maskenpflicht nicht, dass Kinder unter 6 Jahren nicht von der Maskenpflicht ausgenommen werden. Es ist ein viel zu großes Sicherheitsrisiko. Ich finde, auch Säuglinge sollten Masken tragen, vielleicht so ganz kleine, das sieht doch bestimmt süß aus, oder? Ich steig mal wieder runter, das haut nicht hin. Prügelstrafe für Kinder, die die Masken verweigern, und mit den Eltern ist natürlich auch gesondert zu verfahren. Ausgrenzung lautet hier die Prämisse. Ausgrenzung ist das Stichwort bei den Elternabenden, die Eltern ausgrenzen, von sozialen Aktivitäten ausschließen, dass sie merken, dass dieses Verhalten nicht toleriert wird. Die Eltern sind dafür zuständig, Sorge zu tragen, dass ihre Kinder Masken tragen. Das liegt in deren Verantwortung. Zweite Forderung. Zweite Forderung. Ja, das ist besser. Ich wünsche mir eine Imagekampagne für Merkel, Spahn, Drosten und Gates auf Instagram. Muss ich noch was erklären? Ich glaube nicht, oder? Wir alle wissen, dass diese Kollegen ein Imageproblem haben. Warum? Sie sind denkbar unbeliebt bei der Bevölkerung. Ich verstehe es nicht, warum. Ich bin ein großer Fan, nahezu ein Riesenfan, und ich wünsche mir, dass gerade auch die Jugend mehr erreicht wird. Deshalb, zweiter Punkt, eine Imagekampagne für Spahn, Drosten, Merkel und meinen Lieblingskollegen Bill Gates. Vielleicht könnte man ja auch an die Influencer besonders hübsche Masken vermarkten und die promoten es dann, ihr kennt das ja. Drittens. Bundesverdienstkreuz für Alltagshelden. Herr Dr. Drosten hat ja neulich eines bekommen, ein Bundesverdienstkreuz für seine unglaublich großen Leistungen. Und ich finde, dass wir auch eines erhalten sollten für unsere Leistungen. Wir machen das ja schon brav mit seit ein paar Monaten. Diese Aha-Regel befolgen, Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen, Alltagsmaske tragen, genau. Und ich finde, jeder Mensch, der sich daran hält und auch seine Mitmenschen animiert, diese Regeln einzuhalten, der sollte ein Bundesverdienstkreuz erhalten. Und ruhig mal über den eigenen Schatten springen, also in den öffentlichen. Ich sehe das teilweise schon, dass sie das machen. Ja, ich kenne sie ja nicht. Dass sie das machen, dass sie Leute, die ohne Maske unterwegs sind, ansprechen und sagen, so geht's nicht. Das finde ich super, aber das ist noch nicht doll genug. Es geht noch besser. Ich weiß, dass sie das können. Sie müssen diese Leute aus dem U-Bahn-Abteil so raustreten, immer mit dem Abstand so 1,50 raustreten, so. Und dann fahren die nicht mehr U-Bahn und sie sind nicht mehr gefährdet. So. Beide Probleme gelöst. Also, drittens, Bundesverdienstkreuz für Alltagshelden einführen. Solche Leute, oder gerne mal melden vielleicht auch, melden, das kennen wir Deutschen ja von früher noch. Melden, Leute melden, melden, Leute melden. Das kennt man auch, wenn man hört zu dem Nachbarn so laute Musik und da könnte vielleicht eine Party steigen, einfach mal melden. Kann man nichts falsch machen, einfach mal melden. Viertens, ich bin dafür, dass man den Diskurs eröffnet, ob man vielleicht für Leute, die die Maske nicht tragen, also attestierte Maskenverweigerer, Leute, die die Maske nicht tragen, weil sie keinen Bock drauf haben, das sind Maskenverweigerer, Leute, die aus medizinischen Gründen die Maske nicht tragen, das sind attestierte Maskenverweigerer, dass man attestierte Maskenverweigerer in gesonderte Wohnsiedlungen zusammenfährt und dass sie da ihr eigenes Ding machen können, oder? Dann sind die isoliert, alle attestierten Maskenverweigerer raus, außer Stadt, nach Brandenburg vielleicht, in so ein kleines Dorf mit so einem Zaun, so ein Ghetto, nee, Ghetto sagt man, darf man glaube ich, Wohnsiedlung, so eine Wohnsiedlung. Und dann können die da eigenständig hausen und isoliert sein und sich gegenseitig anstecken. Dann damit in Verbindung bei der vierten Forderung wäre auch angebracht, mal an eine dauerhafte Beurlaubung zu denken für Leute, die nicht mitmachen. Eine dauerhafte Beurlaubung, teilweise findet das ja schon statt, bei Journalisten zum Beispiel,
die Unsinn verbreiten, dass die dauerhaft beurlaubt werden. Das finde ich auch sehr gut. Sollte man auch darüber nachdenken, ob man diese dauerhafte Beurlaubung nicht auch zur Sicherung der Bevölkerung für attestierte Maskenverweigerer einführt. Nicht wahr? Unsere nächste Forderung ist, das ist die Hauptforderung, aufgepasst und mitgemacht. Ich sehe es schon, Sie sind schon fleißig dabei. Eine Maskenpflicht bis 2023. Eine Maskenpflicht bis 2023. Kann ich mal die Hände sehen? Hey! Hey! Maskenpflicht bis 2023. Wir haben das doch schon so schön mitgemacht. Das funktioniert auch so gut. Wir haben uns schon alle dran gewöhnt. Wir lieben die Masken. Und deshalb einfach bis 2023. Das haben wir auch noch. Und wenn wir dann 2023 haben, könnte man auch mal drüber nachdenken. Ne? Also wenn wir 3 Jahre gemacht haben. Ne? Also Sie sehen, wo ich hin möchte. Ne? Einfach dauerhafte Maskenpflicht überall. Damit ist man auch auf der sicheren Seite. Kann man nichts falsch machen mit. Dann, kennt jemand diesen Paragraphen aus dem StGB 130 mit der Holocaust-Leugnung? Kennt das jemand? Sie sind deutsch, nehme ich an. Ne, sollte man nicht machen. Und ich finde, dass wir diesen Paragraphen erweitern sollten, den 130er, und zwar um einen 8. Punkt. Corona-Leugner sind strafgesetzlich zu verfolgen. Was halten wir davon? Corona-Leugnung gleichzustellen mit der Holocaust-Leugnung? Super Idee! Da gibt es keine Diskussion, da ist einfach kein Diskussionsbedarf. Corona ist gefährlich, es gibt den Virus, Schluss aus, Bums. Siebtens. Die Bücherverbrennung. Kennen wir auch alle, oder? Bücherverbrennung, ja? Kennst du. Bücherverbrennung. Das ist bei den Deutschen auch beliebt gewesen mal. Es war ja früher nicht alles schlecht. Ich sage nicht, dass wir es machen sollen. Ich rufe auch niemanden, stifte niemanden dazu an, aber mal drüber sprechen könnte man. Für bestimmte Bücher, nicht für alle Bücher, ne? Hier ist ja auch ein Hugendubel zum Beispiel. Also einfach mal drüber nachdenken, ob man bestimmte Bücher verbrennt. Ich habe da mal was vorbereitet, wenn Sie nicht wissen, mit welchem Sie anfangen sollten oder wenn Sie mit Freunden drüber sprechen, naja, treffen wir uns mal, Kalle, so, was machen wir heute? Ja, vielleicht mal ein Buch verbrennen, so, ja, welches denn? Dieses eine, was mal verboten werden sollte, ist jetzt aber noch nicht, also verbrennen wir es erstmal. Ein Kollege hat mir mal was vorbereitet, eine Bücherliste mit Büchern, die Sie nicht lesen sollten. Diese Bücher bitte nicht lesen, furchtbarer Unfug, was da geschrieben wird in diesen Büchern, ja? Ich raste jedes Mal aus, wenn ich diese Bücher sehe und bitte nicht diese Bücher lesen, sich die Titel nicht merken. Nicht die Bücher kaufen, nicht diese Leute unterstützen, ja? Sie gucken, sie lachen, ich meine es ernst. Also, die Bücherliste kommt jetzt. Siebte Forderung, unsere Forderung erstmal zu Ende. Viel Spaß mit der Bücherliste. Ja, hallo. Ich habe eine kleine Bücherliste halt vorbereitet, wo man mit Büchern, wo man mal drüber nachdenken könnte, ob man die verbrennt. Also ich finde schon, dass man sich die ruhig auch kaufen kann, aber halt nur, um sie zu verbrennen. Also fangen wir an mit Die Mega-Manipulation, herausgegeben von Ulrich Mies. Also darin kommen nur Verschwörungstheoretiker zu Wort und die könnte man eigentlich auch gleich auf den Haufen mit draufschmeißen. Außerdem vielleicht Die bürgerliche Revolution von Markus Krall. Ich finde, für Revolution muss man ja halt von der Couch aufstehen. Ist viel zu umständlich, einfach verbrennen. Der absolute Teufel unter den Büchern hier auf meiner Liste, das ist der wirklich furchtbare Mensch, Sucharit Bhakti. Außerdem Carina Reis, die hat da an dem Buch Corona-Fehlalarm. Ich finde auch Fragen. Außerdem vielleicht noch die Corona-Hüste von Peter Helms. Ja, auch Rechtskonservative liegen mal daneben. Hier sind noch zwei weitere wirklich Kerl. Allerdings ist es schwer, die zu verbrennen. Die sind digital rausgekommen. Wenn ihr sie auf euren Laptops, auf euren Computern findet, vielleicht verbrennt ihr besser die Computer. Und zwar ist das Corona-Papier des Gesundheitsstaatsrats Matthias Gruhl vom 9. Mai 2020. Und interessant zu vernichten ist auch noch
wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen, ein Strategiepapier des Bundesinnenministeriums vom März 2020. Das wurde leider geleakt. Ich finde eigentlich, so Strategien des Staates sollten auch in Staatshand bleiben. Sowas sollte auf gar keinen Fall öffentlich werden. Danke, danke. Ja, außerdem halt noch 4 weitere Bücher. Die haben jetzt nichts mit Corona zu tun, aber ich finde, die haben in unserer Gesellschaft wirklich nichts verloren. Und zwar von Erich Fromm, wer ihn kennt, sollte ihn vergessen. Haben oder sein, ich finde, bei uns sollte es hier in unserer Gesellschaft, ja, in unserer abendländischen schönen Gesellschaft, sollte es nur ums Haben gehen. Also ums Sein zu haben. Außerdem Propaganda von Edward Bernays ist schon vielfach herausgegeben worden, verbrennen. Sobald Sie es sehen, auch in der Bibliothek, verbrennen. Die Strategie der friedlichen Umwälzung von Christoph Pfluger, äußerst nicht interessant. Verbrennen, verbrennen, verbrennen. Außerdem vielleicht von Karl Marx, das Kapital. Ich finde, sowas geht uns auch nichts an, oder? Wie Geld funktioniert und so, interessiert mich nicht, hat euch auch nicht zu interessieren. Also ich hab's in meinem Schrank gehabt, ich hab's sofort verbrannt. Dankeschön.